Jo Leute, Hobby die Irre Gamer Engineers. Im letzten Part haben wir zum ersten Mal versucht, eines der Kong-Level zu lösen. Tatsächlich glaube ich, dass es auf der Insel noch eins gibt. Und ihr wisst, wir werden das alles in einem Part probieren. Und vermutlich werde ich hier, wiederum Grüße an Marc, seine Hilfe brauchen. Denn ansonsten ist dieses Level einfach nicht spielbar. Okay, daher wir im Moment eine Dixie haben, brauche ich nur einen Squawks. Oder halt den entsprechenden Partner, den man da braucht. Trautes Heim Eis allein. Ja, witziger Titel. Wir haben zwar beim Boss dann später nicht brilliert, aber zumindest haben wir ihn im First Try geschafft. Und diese Einspieler sind halt wirklich genial. Oh, ja. Okay, gut, ich hatte ja bereits einen Partner. Man darf jetzt auf diesen Plattformen nicht so oft landen. Und ich habe außerdem gelernt, dass man durch Klopfen okay. Ah. Well, well, well. Hier gibt's einen Bonus. Bingo, genau bei 10 Sekunden. Nun gut, jetzt nicht, dass ich mich, oh, die klappen um. Das sollten wir uns vielleicht auch merken. Ich habe sogar eine ganz, ganz lustige Idee. Passt mal auf. Wow. Alter. Okay. Nach dem Gedanken, man muss halt einfach schneller sein. Ja, ohne Dixie ist das jetzt natürlich blöd. Aber ja, Dummheit wird hier halt hart bestraft. Hm? Wow. Okay. Aber ich brauche das K. Das geht nicht anders. Okay. Ach komm, DK, kannst du nicht einmal deine fetten Stampfbeine ausfahren? Was ist denn falsch? Okay, mein, zumindest das K habe ich jetzt halbwegs drauf.
Immerhin, das Herz gibt's dort immer mal. Ach Gott. Mann, DK, streng deine hässlichen Beine an. Ach, du bist so blöd zum Scheißen, wirklich wahr. Er hat absolut keine Kontrolle in der Luft. Du blöder Affe! Was ist denn falsch? Oh Mann, ohne Partner ist es hier die Hölle. Das ist genauso schlimm wie der Eingang zum Subraum oder... Ja, der... Ich sage auch schon gar nichts mehr, der macht das einfach nur perfekt. Warum mache ich das überhaupt? Das geht ja auch direkt viel schneller. Einmal. Durchatmen, Donkey Kong einfach die Schuld geben. Denn das kann kein Mensch sonst auf seine Kappe nehmen. Bin eh schon gewohnt, dass mich der hier trifft. Aber das mache ich nie wieder so blöd wie vorher. Immerhin, ich komme jetzt schon mit Bravour durch, also... Stirb, stirb. Und da wäre ein Speicherpunkt gewesen. Alter, Donkey Kong kann sein, mal was richtig machen auch, oder? Offensichtlich nicht, aber da war ein Speicherpunkt, also ist es mir egal. So, ich habe immer noch K.O. und N. Fehlt noch. Okay, ich brauche das Karnickel dazu. Stirb! Und nicht, dass ich ein Herz bekomme. Nö. Wie viel gibt's? Okay, wir haben die Hälfte des Levels hinter uns. Nee, ein Leben brauche ich jetzt auch nicht. Okay, gut, das N war einfach, das ist in Ordnung. Ich habe jetzt nichts gemacht. Ist jetzt kein Scheiß. Aber ja, von mir aus. Wenn hier drinnen immer ein Leben ist, dann kann ich das sowieso endlos oft versuchen. Also, nö, ist natürlich nicht immer ein Leben drinnen. Wow, ah!
Hey Donkey Kong, kannst du nicht einmal schneller klettern, bitte? Kann das nicht einmal funktionieren, was ich vorhab? Kannst du ruhig auch mal ein bisschen netter sein mit deinen Bewegungen. Okay, aber das ist echt nicht fair. Der Rollsprung war eigentlich ein Programmierfehler. Meine Herren. Und jetzt tänzelt er so ganz hässlich durch den Gegner. Gibt's noch ein paar Fähigkeiten, die ich nicht von dir kenne? Ja, Leute, ich muss irgendwann weg. Was soll ich denn nicht noch alles im Vorhinein wissen? Das hat nun wirklich nichts mehr mit Schwierigkeit zu tun. Nein! Die Entwickler haben einfach kein Leben gehabt bei der Entwicklung dieses abnormalen Spiels. Die erwarten hier offensichtlich übermenschliche Leistungen und Vorausberechnung eines absolut unmenschlichen Mists und von Fehlern, die sie mit oder vielleicht mit Absicht da reinprogrammiert haben. Oder sonstigen Glitches, die sie sich einfallen haben lassen. Ich glaube das nicht mehr, dass es einfach nur ja, ein Zufallsprodukt ist. Die hatten keine Ideen mehr für Schwierigkeiten, deshalb haben die sowas genommen. Da fehlt auch noch eins. Aber ich weiß, wo es ist. Aber dafür brauche ich eine Dixie. Das kriegst du sonst nicht hin. Immerhin, wir haben das DUNK. Das macht's in irgendeiner Weise leichter. Oh. Ich kann mehrere Pixies mitnehmen? Oder wie sehe ich das? Wusste ich gar nicht. Ja, das ist das Strandlevel aus... Oder eines der Strandlevel aus Return... Oh! Ja gut, erklärt sich, denke ich mal... Hör auf, so dämlich zu tanzen!
Okay, das hat doch sicher irgendwas mit diesem Sch. Okay, ja, das hätte man aber auch erraten können. Hätte ja sein können, dass das Wasser im. Der hier sieht irgendwie seltsam aus. Excuse me, what? Oh, ja, hier gibt es spezielle Bonusräume, Leute. Das sind die einzigen. DK. Unikate, aber die sind halt leider auch nicht wirklich schwer. Das Einzige, was einen hier das Leben kosten kann, beziehungsweise den Bonusraum, ist halt, wenn du runterfällst. An sich sind generell, außer das erste und das fünfte Level, glaube ich, keines der Level wirklich derartig schwer. Tja. Ich hab volle 8 Herzen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier. Ja, ich sagte ja bereits, dass diese Level nicht besonders schwer sind, aber entschuldige mal. Komm schon, spreng's weg. Okay, es ist mit Sicherheit ein Bonus, ich will nur wissen, was hier ist. Eventuell, ja, ein Leben, sehr gut. Also, das zweite Level, ja, ist ein Witz. Okay. Nein! Ich hasse diesen Bonus. Das ist so ein Betrug, immer mit dem Bonus hier zurechtkommen zu müssen. Ich will mich jetzt umbringen, aber. Das dauert jetzt so elend nicht lange. Komm schon, stirb, du nutzloser Kerl. Oh Mann. Mann, das bleibt auch noch gespeichert. Das ist ja das Schlimme.
Und der ganze Spaß ohne Dixie. Okay, ich beginne auch dieses Level abgrundtiefst zu hassen. Ich hasse diese tänzelnde Steuerung von Donkey Kong, wenn er irgendwie gerade umdrehen soll oder was weiß ich, was er da wieder vorhat. Ehrlich gesagt möchte ich es gar nicht wissen. Na komm. Mann, du weißt doch nie, wann der hochspringt und wann er tief springt. Oh. Gott. Okay. Ohne. Wie kann man so dumm sein? Du wirst es jetzt schaffen müssen, ohne dass du dir getroffen wirst. Ja, selber schuld, hätte sich gar nicht treffen lassen. Und nutzlose Missgeburt. Ja, komm, stirb. Fühlt sich gut an zu erfrieren, oder? Affe am Stiel. Das sind so die Level, wo du unmöglich ohne Dixie irgendwie auch nur zurechtkommen könntest. Vor allem, du kannst. Nee, du kannst es nicht ohne Schaden schaffen. Vor allem, er hüpft dann noch so. Ja, er will umdrehen. Hüpft der Dorber! Das ist ja best auf behinderte Steuerung des Jahrtausends. Da hat ja Fortnite eine bessere Control-Engine. Alter! Geht der B-Kopf vielleicht jetzt? Nee, geht er nicht. Du brauchst gar nicht probieren. Warum wirst du da zurückgesetzt? Kann man da nicht direkt sterben? Bitte! Wäre man so gütig! Diese Perfektspringerei ist doch nur mit Dixie lustig, wirklich wahr. Hätte ich mir doch wirklich das eine Puzzleteil entgehen lassen und hätte es nachgeholt. Warum musste ich so gierig sein und wollte das sofort haben? Warum war ich eigentlich so blöd? Er lässt mich doch nicht mal so weit kommen. Weil er einfach kein Leben hat. Oh, ein Herz. Yep.
Okay, ab hier geht das alles wieder, aber... Was ist denen da drüben eigentlich eingefallen? Komm schon, zerspreng es, bitte. Ja. Und jetzt, ich bitte dich inständig, Donkey Kong, mach diesen Bonus richtig. Das kannst du ja einem normalen Menschen nicht verkaufen! Ich bin auch so dumm. Die Puzzleteile bleiben außerhalb vom Checkpoint ja auch gespeichert. Im Übrigen, falls ich fragt, was das gerade war, das war der Controller. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, mir diese Scheiße länger anzutun, so wie sie da ist. Und ich glaube, man versteht das durchaus. Nein, Donkey Kong, du musst nicht in diese Richtung rutschen. Ganz nach oben. So, jetzt schießt der Trottel. Los! Er kann einfach nichts wirklich ordentlich machen. Ich meine, was ist denn so schwer dran? Nicht mal ich rutsch so schlimm auf dem Eis. Das hat er wahrscheinlich gemacht, weil ich hier perfekt durchgekommen bin. Menschen dieses Spiel verdient. Was hat denn bitte Retro Studios da gefressen? Ich versuche hier gerade meinen Controller auseinanderzureißen vor Zorn. Zum Glück habe ich einen alten, den ich gut kaputt machen kann, wo es egal ist. Aber Alter! Mir ist das so lieber, da nehme ich von mir aus den Schaden in Kauf. Aber das kannst du dir ja nicht probieren, das fehlerfrei zu schaffen. Ich meine, das ist ja geistige Folterung. Ich meine, gut, der Hase, der ist jetzt weniger das Problem.
Und auch eigentlich dieses, der Buchstabe N ist. Ist eigentlich auch keiner. Okay. Nein, 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 nein. Denk nicht mal dran. So. Jetzt kannst du machen, was du willst. Ist mir egal. Aber von hier aus geht das einfacher. Natürlich, jetzt wo ich den Checkpoint aktiviert habe, traut er sich's nicht mehr. War wohl nicht besonders zufriedenstellend, was? Ist ziemlich blöd, dass die Puzzleteile gespeichert bleiben, hm? Na gut, wenn das nicht der Fall wäre, dann ja. Glaube ich, kannst du... Ich hasse es, wenn er so anfängt herumzutänzeln, wenn irgendwo ein Gegner ist. Voll Idiot! Ja, wie tief ist denn das? Okay, das ist aber asozialst. Ja, genau. Hoppa. Ja, was ist denn das, bitte? Was haben die denn da genommen? Was sollen wir denn überhaupt machen? Das kannst du ja so überhaupt nicht schaffen. Welcher geistlose volle Bondes? Der rutscht stärker als auf einer Glatteisfahrbahn. Alter, wie kann er denn so blöd sein? So irrsinnig blöd. Der ist ein Affe.
Also ein bisschen mehr Realitätsbezug hätte wirklich nicht geschadet. Und er springt auch noch so perfekt provokantest in die Flammen. Hey, Moment! Verpisst du dich da mal! Ich hab die Bombe weggeworfen. Keine Widerrede! Und die Explosion war außerhalb. Ihr braucht's mir jetzt gar nicht sagen. Stirb! Hä? Doch nicht so komisch, wenn man das schafft, oder? Ja, und jetzt hätte es dir gepasst, wenn ich ins Eiswasser gefallen wäre. Jetzt komm schon, Alter, ich will doch endlich nur den Part beenden. Was fehlt jetzt noch? Ich habe sogar alle Buchstaben, also. Okay, ich weiß zwar nicht, wie ein normaler, gesunder Mensch da oben rankommen soll, aber... Ist egal, das G ist gespeichert, du kannst mich kreuzweise... Mit dem Hasen? Wirklich? Wow. Hätte ich jetzt gar nicht mehr erwartet. Ja, du kannst nicht mal. Geschafft. Zwar mit fast kaputtem Controller, aber es geht. Und ohne Partner. Horror.